Dankeschön an Benjamin. Guten Morgen an diesem Donnerstag. Heute vor 10 Jahren, am 4. November 2011, flog eine Neonazi-Zelle, eine Terrorvereinigung auf, die zwischen 2000 und 2007 10 Menschen ermordete, etliche Bombenanschläge und Überfälle zudem verübte. Die Rede ist natürlich vom sogenannten nationalsozialistischen Untergrund. Kernzelle des NSU war das Trio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Die beiden Männer sind tot, Zschäpe verurteilt und gegen 9 mögliche Unterstützer wurden Ermittlungen eingeleitet. Von diesen 9 wurde bis heute niemand angeklagt und das ist für die Hinterbliebenen natürlich ziemlich frustrierend. Ja, aber nicht nur das muss man sagen, auch dass lange Zeit niemand erkennen konnte oder wollte, dass die Morde zusammenhängen und das, obwohl sie fast ausschließlich an Menschen mit Migrationshintergrund begangen wurden. All das wirft natürlich bis heute Fragen auf. Beate Thüren. Sie sind jetzt in Winzerla. Spurensuche durch Jenas Plattenbausiedlung Winzerla als interaktives Kunstprojekt. Ein Audio-Walk zu realen Schauplätzen. Hier zum Beispiel stand einst der Winzerclub, wo sich auch das NSU-Trio traf und sozialisiert wurde. Während Sie so laufen, können Sie sich ja kurz durch den Kopf gehen lassen, was Sie getan hätten, wenn Sie Jugendarbeiter in den 90er Jahren gewesen wären. Der Rundgang ist Teil der Aktion kein Schlussstrich. Die Anregen, Verstören, unbequeme Fragen stellen will, endlich. Die letzten 10 Jahre waren davon geprägt, dass man das eigene Image abwehrt. Dass man nicht die Jena-Zelle sein will. Und deswegen tun sich viele in der Stadt. Nicht nur die Stadtverwaltung, die Stadtspitze, sondern auch große Teile der Mitte und der Breite der bürgerlichen Gesellschaft damit schwer. Aber es hilft nichts. Wir müssen damit umgehen. Winzerla ist eines der großen Neubaugebiete Jenas. Fast 11.000 Menschen leben hier, viele Nationen. Die Zeit, in der rechte Schläger die Straße beherrschten, ist längst vorbei. Alltagsrassismus aber gibt es nach wie vor, sagt David Sammers, der in Winzerla einen runden Tisch für Demokratie organisiert. Vor allem gegen Muslime werde immer öfter gehetzt. Jüngst landeten in mindestens 30 Briefkästen solch angebrannte Koranseiten. Oft hört Sammers von Betroffenen, dass sie kein Vertrauen in die Polizei haben und auch in andere Strukturen nicht. Und das ist, glaube ich, auch in Teilen zumindest eine Folge des NSU, der nach wie vor nachwirkt, weil einfach der Umgang der Sicherheitsbehörden und der Polizei mit dem NSU und den Taten so war, dass die Leute das Vertrauen verloren haben. Immerhin ein sichtbares Zeichen der Erinnerung gibt es inzwischen. Ein neu gestalteter Platz in Winzerla wurde auf Vorschlag von Bürgern nach Enver Şimşek, dem ersten Opfer des NSU, benannt und eine Gedenktafel angebracht. Die benachbarte Haltestelle auch umzubenennen, scheiterte aber vor wenigen Wochen im Ortsteilrat, nicht nur an der AfD. Von der CDU ein Ortsteilratsmitglied, der hat abgelehnt. Ein Ortsteilratsmitglied der FDP hat sich enthalten. Es gab unterschiedliche Gründe. Ich bin sprachlos. Am Ende des Audio-Walks wünschen sich die Künstler, dass Blumensamen in Winzerla verteilt werden sollen, zum Andenken an die Opfer. Ich glaube, dass mit den Mitteln von Kunst und Kultur das ein oder andere Fenster aufgestoßen werden kann. Dass vielleicht andere Positionen bezogen werden können, dass auch Betroffene sich anders zeigen können. Keinen Schlussstrich also, sondern den Anfang echter Aufarbeitung, sagt Jonas Zipf, braucht Winzerla, braucht Jena. 10 Jahre nach Aufdeckung des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes, man muss es so sagen, bleiben einfach sehr viele Fragen offen. Bei mir ist jetzt Rechtsanwalt Mehmet Daimargüller, der mehrere Angehörige von Opfern der Neonazi-Zelle vor Gericht vertreten hat und auch weiterhin noch dran ist. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Und doch sagt Innenminister Horst Seehofer, alles bei diesem Prozess wäre aufgearbeitet worden. Teilen Sie und die Angehörigen diese Ansicht? Wir haben 438 Tage verhandelt. Herr Seehofer war kein einziges Mal dabei. Wenn er da gewesen wäre, wüsste er, wesentliche Fragen sind nicht beantwortet worden. Mhm. Im Gegenteil, wir haben heute mehr offene Fragen als noch vor 10 Jahren. Was wir wissen ist, Zschäpe wurde verurteilt, Böhnhardt und Mundlos sind tot, aber die Rolle zum Beispiel eines V-Mannes ist weiterhin völlig unklar. Akten wurden geschreddert und geschwärzt. Verfassungsschützer haben sehr plötzlich irgendwelche Erinnerungslücken. Wer blockt da und warum?
Ich glaube, dass der Staat, also Bundesanwaltschaft, Justiz, sehr, sehr schmallippig wird, wenn es um die Verwicklung staatlicher Organe geht. Der NSU ist durchsetzt von V-Leuten. Sie stolpern ständig über Geheimdienste. Im Anschluss wird nicht aufgeklärt, sondern Akten geschreddert. All das deutet darauf hin, dass eben staatliche Stellen möglicherweise doch wussten, wo die stecken. Und da noch die Frage bleibt, wussten vielleicht der eine oder andere, was sie treiben? Mhm. Und das sind ungeheuerliche Fragen. Und dann darüber hinwegzugehen und zu sagen, ja, alles beantwortet, das ist einfach Augenwischerei. Unklar ist ja auch, warum die Polizei in dem letzten Versteck des Trios wurde eine Liste gefunden mit etlichen Namen drauf, warum man dieser Liste nicht nachgegangen ist. Unter anderem übrigens der Name des verstorbenen, hingerichteten Regierungspräsidenten aus Kassel, Walter Lübcke. Hat sich die Polizei dazu mal geäußert? Nein, also ich habe gerade diese Zehntausender-Liste ja mehrfach thematisiert, auch im Schlussplädoyer. Ich habe gesagt, auf dieser Liste stehen Prominente drauf, die man auf Nazi-Listen vermuten würde. Michael Friedmann, Cem Özdemir, Claudia Roth, aber ganz, ganz viele Nicht-Prominente. Ein Arzt, ein Pfarrer, ein Staatsanwalt, ein einfacher Staatsanwalt aus meiner Heimatstadt Siegen. Wieso steht ein solcher Staatsanwalt auf einer Liste von Nazis 400 Kilometer weit entfernt? Warum geht dem keiner nach? Ich glaube, dass wenn man dem nachgeht, man sehr, sehr schnell auf den Staat selber stolpert, auf V-Leute. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Mhm. Also redet man immer noch vom Trio, obwohl es kein Trio war. Es gibt einen Bericht des Hessischen Verfassungsschutzes, der eigentlich bis zum Jahr 2044 unter Verschluss bleiben sollte. Dieser liegt jetzt der Taz vor. Ja. Gibt es heute eine Berichterstattung darüber. Und wenn man diesen Artikel liest, kommt man schon auch zu dem Schluss, den Sie jetzt mehrfach schon angedeutet haben, dass es ein absolutes Behördenversagen war. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Behörden jetzt nach vorwärts gerichtet anders agieren oder sich besser aufgestellt haben, auch in den eigenen Reihen mal schauen? Ja und nein. Also es ist nicht so, dass sich nichts getan hätte. Wir haben gute Anklagen gehabt gegen die Gruppe Freital, gegen Old School Society durch die Bundesanwaltschaft. Aber die Amerikaner würden sagen, too late, too little. Es ist immer nur punktuell. Und vor allem unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle, unterhalb von Mord und Totschlag, passiert so viel an rechtsextremer Gewalt, wo die Geschädigten, die Opfer alleingelassen werden, wo von der Polizei das Politische weggeschoben wird, wo Verfahren eingestellt werden und so weiter und so fort. Und da spielt aber im Alltag die Musik. Ich glaube, dass wir in den Abgrund blicken müssen, auch auf die Gefahr hin, dass der Abgrund zurückblickt, sonst werden die Dinge nicht besser. Und was sagen Sie zu den Vorfällen, die wir in den letzten Wochen und Monaten auch innerhalb der Behörden, man muss immer sagen, ob es Einzelfälle sind oder nicht, oder strukturell will ich gar nicht beurteilen, aber wir wissen von Rassismus bei der Polizei, wir wissen von Neonazi-Chats, wir wissen jetzt, dass Attila Hildmann eine Quelle hier in Berlin bei der Staatsanwaltschaft hat und vieles, vieles mehr. Naja, also wenn man jede Woche einen Einzelfall hat, dann muss man irgendwann mal konstatieren, das sind halt dann doch keine Einzelfälle. Ich glaube, dass wir ein strukturelles Problem haben. Ich glaube, dass wir über Rassismus und institutionellen Rassismus sprechen müssen. Ich glaube, dass jeder Mensch in diesem Land, jeder Bürger, egal wie er aussieht, egal wo er herkommt, ja, Anspruch darauf hat, dass er Menschen in Uniform hat, die einfach auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das ist aber nicht der Fall immer. Das lässt sich eben leicht sagen. Und dann fragt man sich, wie soll man das dann in die Realität umsetzen? Die Bedrohung von rechts außen gegenüber Menschen, die sich für die Demokratie einsetzen, für Pluralismus und Ähnliches. Aber auch Kommunalpolitiker werden bedroht. Sie vertreten da auch einige. Haben Sie wirklich das Gefühl, es ist genug getan worden, es wird genug getan, um diese Menschen zu schützen? Nein, natürlich nicht. Ich meine, das ist ja gerade auf der Kommunalebene ganz schlimm. Die Menschen engagieren sich ehrenamtlich und werden bedroht und dann lässt der Staat sie alleine. Nein, was wir brauchen, ist ein Kampf aus einem Guss. Wir brauchen repressive Maßnahmen, wir brauchen Gesetze, die dafür sorgen, dass eben Beamte, die auffällig werden, aus dem Dienst entlassen werden können. Vor allem brauchen wir aber auch eine Stärkung der Zivilgesellschaft. Es kann nicht sein, dass die ganzen Vereine und Verbände, die ganzen Initiativen jedes Jahr irgendwelchen Projektgeldern hinterherrennen und nie wissen, ob sie mittelfristig planen können. Wir brauchen eine strukturelle Förderung der Menschen, die sich für dieses Land und für die Rechtsordnung und für die Demokratie einsetzen. Und das würde wahrscheinlich auch den Hinterbliebenen der Opferfamilien aus dem NSU-Terror sicherlich auch helfen. Mehmet Daimargüller, vielen herzlichen Dank für den Besuch heute, 10 Jahre nach Aufdeckung des sogenannten NSU. Ganz herzlichen Dank. Danke für Ihren Besuch. Ich danke Ihnen.